Was sind die besten Koch-Apps? Ganz Deutschland kocht, kauft Rezeptzeitschriften und stylische Kochbücher, tauscht Rezepte aus, postet sie auf Facebook und Instagram, Blog zum Thema Kochen. Habe ich irgendwas vergessen, Sally? Natürlich, YouTube-Channels ums Thema Kochen und Backen. Ah, YouTube-Channels, wie konnte mir das? Ich verstehe mich selbst nicht. So, also, du hast zum Beispiel so einen wunderbaren YouTube-Channel zum Thema Food. Genau. Einen Food-YouTube-Channel. Ganz genau, da gibt's Koch- und Backrezepte. Sehr schön. Dann herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist. Was kochst du für uns? Ich mache heute ein One-Pot-Gericht mit Nudeln und Hähnchen. Ein One-Pot-Gericht, was heißt das? Wir brauchen nur einen Topf, deswegen ganz wenig Abwasch und alles ganz schnell in einem. Verstehe. Ah, wir waschen wenig ab. Das gefällt mir. Oder genau. Wir hitzen das Geschirr auf 500 Grad oder so. Nein, wir müssen wenig abwaschen, das gefällt mir. Ich würde sagen, fange an zu kochen. Und da nicht alle Menschen so kreativ sind wie du, sondern viele auch so sind wie ich, ja, brauchen wir Inspiration. Und was früher Kochbücher waren, sind heute nämlich Rezepte-Apps. Ja, zum Beispiel Chefkoch. Ja, da gibt es über 275.000 Rezepte. Die sind zwar nicht von Chefköchen, aber, und genau das ist auch das Spannende, die sind von Menschen wie, wie du nicht, aber wie wir. Ja. Und die entstehen durch viele Varianten von Klassikern für den Hausgebrauch. Ja. Und außerdem ist die App gratis. Auch gratis und auch toll ist auch diese App hier. Mealy. Da kommen alle Rezepte von Foodbloggern rein. Insofern gibt es auch da einiges zu entdecken. Viel Kreativität, viele hochwertige Rezepte. Und auch hier in meinem nächsten Beispiel ist das etwas für Vollprofis, respektive von Vollprofis für uns alle. Das riecht so lecker, ja? Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, was ich erzähle. Sobald man Zwiebeln anbrät, riecht's lecker, ne? So, nämlich die Koch-App von Jamie Oliver. Jamies Rezepte kostet in der Basisversion ebenfalls nichts und für Geld, ne, ja, gibt's dann auch Original-Küchenanleitungen vom Star-Koch und zahlreiche praktische Tipps und Tricks dazu. Zum Beispiel, wie man Zwiebeln richtig schneidet, ja? So, alles in allem sind bei Jamie mehr als 2 Stunden Videomaterial dabei, ja? Was machst du jetzt? Du hast Zwiebeln angebraten. Genau, Zwiebeln und Knoblauchzehen. Oh, Knoblauch, ja, lecker. Gleich gebe ich da noch Hähnchenfilet mit rein. Sehr gut. Und brate es auch noch kurz mit. Sehr schön, das wird heiß hier, das muss so heiß sein, ja? Das wird heiß. Sehr gut, das muss so heiß sein. Danach, was machst du jetzt als nächstes? Danach kommen noch Spinatblätter mit rein. Ja, jawohl. Nudeln habe ich heute schon vorgekocht, damit es heute ein bisschen schneller geht. Na, natürlich. Aber da kann man natürlich auch ganz hohe Nudeln nehmen. Super. Und ist auch eine gute Resteverwertung. Also wenn du mal Nudeln übrig hast. Für immer, immer Nudeln, immer Reste verwerten. Genau, dann einfach mal mit rein. Okay, gut. Du sollst jetzt aber bitte nicht die Einzige sein, die hier arbeiten muss. Ja, deswegen fange ich jetzt auch an, ein bisschen zu arbeiten. Und ich stelle weitere spannende Koch-Apps vor. Es gibt nämlich Apps, die sich speziell mit vegetarischen Rezepten beschäftigen. Zum Beispiel, das haben wir hier, das gläserne Restaurant. Da findest du viele Gerichte mit saisonalem Obst und Gemüse und dabei hilft unter anderem ein cleverer Zutatenkalender. Oder aber, und jetzt kommt, wo ich alles die Apps versteckt habe, ja, hier, Green Kitchen, ja, schön kalt jetzt. Für 4,99 Euro geht es hier komplett gesund zu, denn schon bei der Auswahl der Zutaten wird natürlich darauf geachtet, dass möglichst wenig Gluten und Zucker in den Rezepten enthalten ist. Und wo wir schon bei gesund sind, ja. Es gibt auch Apps zum Thema Nachhaltigkeit, ja. Sally, kennst du die App Code Checker? Ja, die kenne ich. Also Code Checker. Code Checker. Damit kann man den Barcode von Produkten scannen und erfährt dann viel über die Nachhaltigkeit von Produkten, ja, auch was Allergien betrifft und so weiter und so fort, ja. Es gibt zum Beispiel ökologisch bessere Thunfischsorten mit besonders wenig Beifang
oder artgerechte Hühnchenhaltung und so weiter. Wie geht's dir? Das muss jetzt vor sich hin köcheln? Genau, das muss ganz kurz köcheln, so etwa 2 Minuten. Auf Stufe 7, das ist alles perfekt. Du hast jetzt die Nudeln reingetan. Die würde man aber immer vorkochen. Also ich würde da jetzt nicht rohe Nudeln reintun. Du kannst auch rohe Nudeln. Da kann ich rohe Nudeln reintun. Aber dann muss noch Wasser mit rein. Ah, dann muss Wasser mit rein. Genau. Wie viel Wasser ungefähr, wenn ich rohe Nudeln reintue? So bei 300 Gramm Nudeln etwa 600 Gramm Wasser. Während das hier jetzt fertig kocht, dieses leckere Gericht, stelle ich euch noch 3 letzte App-Tipps vor. Und zwar erstens, MyFitnessPal sagt mir, wie viele Kalorien in den MyFitnessPal, da ist es, sagt mir, wie viele Kalorien in den Lebensmitteln stecken und berechnet außerdem meinen täglichen Kalorienbedarf. Ich kann sogar ein Wunschgewicht eingeben und die App rechnet aus, was ich täglich essen darf. Kostet übrigens nichts. Dann gibt es noch die Kochmamsell, finde ich besonders schlau. Da gibt man den Supermarkt ein, in dem man am liebsten einkauft. Die App kennt das Sortiment und schlägt 3 Rezepte vor, für die man dann garantiert sämtliche Zutaten bekommt. Und das ist logischerweise die letzte App für heute. Die ist nämlich zu gut für die Tonne. Hier, vom Bundesministerium für... Ah, die ist nicht da. Wo habe ich die? Ah, die habe ich hinten. Vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und insofern auch umsonst, weil wir es ja mit unseren Steuern bezahlt haben, gibt es diese App. Da gibst du an, welche Zutaten du noch im Haus hast und die App sucht entsprechende Kochideen für ein leckeres Resteessen heraus. Also weg mit der Wegwerfmentalität, ja. Ich bin mir aber sicher, dass wir diese App heute nicht brauchen, weil hier wird ganz sicher nichts weggeworfen, oder? Das werden wir beide absolut hübsch aufessen. Genau. Das sieht ja sehr lecker aus. Ist auch gleich fertig. Ist auch gleich fertig. Du hast jetzt was noch? Ich habe gesehen, während ich unsinniges Zeug gesprochen habe, hast du hier noch Sachen reingetan. Genau, ich habe da jetzt noch Kräuter reingegeben, Basilikum, etwas Oregano. Sehr gut. Salz. Rühre ich noch gut rum. Salz. Salz habe ich gesehen. Ein bisschen Zucker. Bisschen Zucker. Zum Abrunden des Geschmacks. Zum Abrunden des Geschmacks, ja. Genau. Aber nicht zu viel, weil sonst schmeckt süß, ja. Genau, wollen ja kein süßes Rezept. So, und jetzt noch ein bisschen Parmesan. Oh, super, ja. Am Stück dann immer. Rubeln wir drüber, als ob es keinen Morgen gibt. Oh, das sieht aber lecker aus. So. Schon herrlich. Du kannst dir ja schon mal die Teller schnappen. Sehr gerne, ja. Antoine, ja, soweit kommt es hier. So. Besteck nehme ich nochmal raus. Ui, das ist ja herrlich. Den Herd durch machen wir jetzt aus. Durch Herd ausmachen, hier geht Herd aus. So. Super. Sollen wir das von der heißen Herdplatte mal wegstellen? So. Ist doch Induktion, die wird nicht heiß. Ah, Induktion, ja, genau. Wärmbar. Ist das jetzt nicht mehr heiß? Oh, das, doch, weil doch die nur Pfanne, die Rückwärme. Die rückwärmt doch. Genau. So, noch ein bisschen Basilikum. Auch das Auge ist mit. Bitte schön, warum hast du jetzt mehr Fleischstückchen als ich? Tut mir leid. Ja, mir auch. Mir tut es auch leid. Ist das Fleisch so schnell durch? Ja, weil das Huhn, weil sonst brauche ich doch den Co-Checker nachher wieder. Sehr gut. Guten Appetit. Ja, das sieht ja herrlich aus. Jetzt schauen wir mal. So. So eine Nudel ist schon was Feines, ja. Die will nicht auf die Gabel. Schön, ja. Die Nudel will nicht auf die Gabel, da muss man nicht anstrengen. Schmeckt aber wirklich lecker. Und alles in einem Pott. Mhm. Ist das ein gängiger Ausdruck? One-Pot-Gerichte? Mhm. Ja, das kommt aus dem Englischen wahrscheinlich. Mhm. Ja, ne? So, sehr schön. Stellt hier ganz viele Fragen. Wo kaufst du am liebsten Fleisch ein? Jetzt hast du runtergeschluckt, jetzt kannst du wieder antworten. Jetzt interessiert mich die Antwort nicht mehr. Bei meinem Metzger des Vertrauens. Bei deinem Metzger des Vertrauens, sehr schön. Ja gut, jetzt ich esse weiter. Also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt Lust auf IPTV und steht Kopf. Dann wollen wir mal sehen, was es für Möglichkeiten gibt.